Hallo und herzlich willkommen zurück zu Katamari Damacy Reroll. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play, das weltenaufrollendes Kaninchen. Und es freut mich sehr, dass ihr auch so viel Spaß an diesem Spiel am Zugucken habt, wie ich am Spielen. Also vermutlich nicht ganz so viel beim Zug, vielleicht auch mehr, wer weiß, wer weiß. Eine Kleinigkeit noch, die mir aufgefallen ist beim Bearbeiten der Videos, dass... Vielleicht habt ihr euch das gefragt, warum die Grafik teilweise doch ein wenig schlecht aussieht. Das Ganze ist ein, wie der Name Reroll sagt, einfach ein Remake sozusagen des ursprünglichen Spiels Katamari Damacy, welches schon ein bisschen älter ist. Und das Ganze ist jetzt halt einfach nur nochmal ein wenig auf HD getrimmt, sozusagen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen noch gefarmt, hätte ich jetzt so gesagt. Es klingt ein bisschen doof. Ich bin einfach ein bisschen rum, habe noch ein bisschen gespielt, hatte noch Bock, aber wollte nicht mehr aufnehmen und habe noch versucht, die ein oder andere... Zum Beispiel bei Krabben bin ich, glaube ich, jetzt noch besser geworden und bei Schwänen und solche Sachen habe ich noch mal ein bisschen gemacht. Also nichts, was jetzt storymäßig Progress ist, aber einfach... Zum Beispiel haben wir da auch diese schönen Kopfhörer jetzt her. Jetzt wollen wir uns aber mal... Wir können die Fische erschaffen, wir können die Zwillinge erschaffen... Und wir können den großen Bären erschaffen. Gibt es auch eine Mission, die... Okay, wir müssen nur Sternbilder erschaffen. Dann würde ich sagen, wir erschaffen mal den großen Bären. Wir sind kommen! Um dir die Wahrheit zu sagen, wir haben auch ein Sternbild gebaut. Den großen Bären, um genau zu sein. Eltern... die alle Arbeit ihren Kindern aufhalten, sind keine guten Eltern. Wirklich keine guten Eltern. Oh, ihr seid so gute Eltern. Wir waren also endlich fertig und dann ist uns der Letzte entwischt. Verflixt, dummer Bär. Das geht uns gehörig auf den Zeiger. Roll uns also einfach einen Bären her und das Geschenk gleich mit. Okay. Einen Bären aufrollen. Also einen? Reicht? Ah, oh Gott. Unser... Guck mal, unser... Unser Katamari. Er ist braun wie ein Braunbär und wir müssen eine Bärenfamilie aufrollen. Okay. Warum sehe ich... Oh, wow. Ich sehe so viele verschiedene Dinge. Oh, ich rieche einen Bär. Ich sehe so viele Dinge, die mich jetzt schon instant verstören wieder. Ungezogene Bären, ganz böse. Beeil dich und fang an aufzurollen. Nur einen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Bären. Uns fehlt nur noch ein allerletzter Bär. Bring uns also den größten Bären, die du... Was macht der Dude da? Was passiert... Was zum... Ich habe bis eben auch die Seehunde, die Robben da nicht gesehen. Was macht er da? Er spielt offensichtlich auch Katamari. 10 Minuten geduldig warten. So, warte mal, jetzt haben wir schon wieder eine Weile nicht gespielt. Aua, sorry. Okay, hier springen Bären runter. Oh, gib mir mal Fisch. Fisch wäre ein guter Anfang, glaube ich. Oder? Okay, aua. Ich bin bei Indiana Jones angekommen. Dieses Gebiet... Was zum... Das kann ich noch nicht aufsammeln. Ich bin so verwirrt schon wieder. Kann ich die Schirme aufsammeln? Ja, kann ich. Und die... Meistergürtel. Und die Trophäen. Und irgendwo soll noch ein Geschenk sein. Allerdings wissen wir, haben wir null Informationen über die... über dieses Geschenk. Was zum... Ja, genau. Der reitet auf einen Bär. Oh, warte mal. Bärenstark! Was? Das war die beste, das beste Level überhaupt. Vielen Dank fürs Zuhören. Du hast es geschafft, du hast einen Bären. Jetzt können wir beruhigt sein. Was zum, was ist das? Der ist ja mickrig. So einen winzigen Bären haben wir nicht verloren. Also gut, wir bekommen damit schon einen großen Bär hin, aber nächstes Mal rollst du gefälligst einen größeren Bären auf. Wir lassen ihn jetzt in einen mächtigen Brüller in den Himmel. Hey, Jungtierstatue klein. Kanjiru wa?
Ich werde angegriffen! Ja, das ist eine deepere Story. Das ist eine deepere Story als die von The Last of Us 2 und 1 und irgendeinem anderen Spiel, welches mir gerade nicht einfällt, zusammen. Das machen wir nochmal. Das zählt ja nur nicht. Ich wusste es doch nicht. Das heißt, ich darf keinen Bären einrollen. Ich hätte gedacht, dass sie halt einfach 10 Minuten lang Bären aufrollen können, aber wir dürfen halt einen einzigen Bären. Das heißt, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nichts einrolle, was Bär heißt. Das ist ja... Ich muss ja richtig aufpassen, was ich hier tue. Es liegt mir ja gar nicht. Vor allem sind hier überall Bären. Man könnte jetzt natürlich sagen, ne, roll einfach nirgendwo lang, wo Bären sind, aber... Wie ist denn das hier mit den Ottern? Zählen die als Bär? Nein. Nein, warte, das sind... Oh Gott, was? Du bist... Kann ich euch schon einsammeln? Euch Lachse? Nein, ich kann Lachse noch nicht einsammeln. Kann ich die Dudes einsammeln? Ja! Wir haben ja jetzt schon rausgefunden, dass wir die immer zuerst einmal bewusstlos... Vorsichtig, der Bär. Bewusstlos schlagen müssen, bevor wir die einsammeln können. Nein, 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 Bär. Oh mein Gott. Der hat eine Schatztruhe. Da oben sind noch ganz viele Sachen. Ja! Oh, das ist gefährlich. Der Weg ist so gefährlich. Da will ich nicht hin. Der ist mir zu gefährlich. Wo könnten wir noch lang? Kann ich die Holzsparte schon einsammeln? Ja, einen davon. Immerhin. Gib mir noch die Schilde. Was? Was? Der Bär hatte gerade einen Pupsantrieb. Giraffenman. Der hat unser Geschenk. Ich habe unser Geschenk gesehen. Nein, war das ein Bären. Vorsichtig. Nein, ich wollte es nicht. Ein Teddybär zählt auch. Das ist ein kleiner... Ich habe einen winzigen Bären. Ein Mini-Bär. So einen winzigen kleinen Bären haben wir nicht verloren. So, und jetzt kann ich... das war gewollt. Jetzt kann ich nämlich mal zeigen, was passiert. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel sagen, dass ich... Nein, das funktioniert... Das ist mir alles... ich will den Teddybären winzig nicht, auch wenn der Katamari größer ist. Wir machen daraus Sternenstaub. Und dann wird unser Sternenhimmel nämlich ein bisschen sterniger sozusagen. Wir können das ja mal ganz kurz angucken. Wo ist denn, wo war denn hier die Möglichkeit da? Ah, ich bin doof. So, jetzt kann man nämlich hier, sieht der funkelt nämlich überall schon, also hier sind die Sternbilder und der im Hintergrund funkelt hier überall das so ein bisschen rum und das ist der Sternstaub, den wir so erzeugt haben. Aber das machen wir nochmal. Das ist jetzt eine Folge voller Bären. Das ist doch die Bärenfolge. Bärenstark. Ah. Aber da war der Typ mit dem Geschenk. Ich hab's gesehen. Ich hab das Geschenk gesehen. Lass mich, hör auf zu reden. Auf zu reden, ich weiß, was ich tun muss. Auch das ist eigentlich eine geile Idee. Was tut der Bär da hinten? Das ist das, was ich meine. Das Konzept ist immer das gleiche, aber es ist halt immer wieder was Neues, weil... Wann immer wieder hier neue Herausforderungen hat. In diesem Fall, dass ich nicht aufrollen darf. Einfach mal noch ein bisschen mehr Sternstaub. Warte mal, was ist denn drei Striche? Keine Ahnung, was drei Striche sind für eine Taste, habe ich noch nie gesehen. Meine Güte. Die ganz kleinen Bären sind halt das Gefährliche, ne? Diese, die hier irgendwo auf irgendwelchen Autos rumcruisen. Oder irgendwo versteckt vielleicht sind. Oh Gott, Bären! Ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht aus Versehen auf so einen Bären rolle. Halt!
Ach, wir hatten das letzte Mal die Seehunde noch eingesammelt, ne? Deswegen. Oder einen Seehund eingesammelt. Vorsichtig, das sind Bären. Ah. Die Otter waren es. Die Otter haben wir eingerollt. Dann rollen wir jetzt mal die Otter ein. Da sind Fische, die können wir aber auch einrollen. Sind hier Bären? Oh Gott, vorsichtig, da ist ein großer Bär. Ob es hier irgendwo einen Riesenbären gibt, den wir einsammeln können, so am Ende von 10 Minuten? Irgendwie so ein Super-Duper-Bär? Ist das eine Schildkröte? Habe ich die jetzt eingesammelt, die Schildkröte? Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin noch genauso verwirrt wie ihr. Warte, da ist eine Bärenstatue. Vorsichtig, da sind ganz viele kleine Teddybären. Oh. Da kommt ein Elefant, das ist kein Bär. Aber da kommt einer runtergerollt. Nein, 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 nicht, bloß nicht. Nein! Oh, da kommt wieder Pupsebär. Pupsebärmann. Vor allem will ich das Geschenk haben. Ich hab's ja jetzt schon gesehen. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, wie wir da rankommen. Das ist das Trickige. So einer, der mit dem Luftballon nämlich rumschwebt, hat den. Das Geschenk in der Hand. Da! Da ist er, der kommt gerade runter. Kommst du runter? Kommst du runter, Fragezeichen? Oder muss ich groß genug werden, um dich einzusammeln? Vorsichtig, mein Freund, nicht aggressiv werden als Autofahrer. Ich sehe nichts. Wo ist die Karte? Da oben, da seht ihr den? Nein, der Bär. Wie komme ich ja nicht ran? Ich kann nicht springen. Komm runter. Komm. Kommst du runter? Schwebst du mal vielleicht in Höhe? Muss ich so groß werden? Ach du Schande. Das wird eine Herausforderung. Warte mal, da waren wir schon. Halt. Da waren wir doch schon. Ich möchte einen neuen. Oh. Oh, das ist doch nicht mehr viel. Guck mal, wie das. Ja! Geschenk. Vorsichtig, nein, das Geschenk. Wo ist es hin? Habe ich das noch? Ich habe das Geschenk nicht mehr. Das ist weggestoßen worden von dem doofen Bären. Ja, ich habe es verloren. Ich sehe es nämlich nicht mehr. Es ist jetzt irgendwo rumgestoßen worden. Da oben auf der Ebene müssen wir hoch. Wir müssen irgendwie eine Ebene höher. Ist die Frage, wie komme ich denn jetzt eine Ebene höher? Wir rollen mal noch weiter hier entlang. Vielleicht. Nee, der hat einen Bären in der Hand. Hier vielleicht irgendwie hoch. Genau. Genau. Warte. Dreh. Halt. Wo ist dich? Ich seh nicht, was unten passiert. Ich komme da nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Nee. Och, Manno, vorsichtig! Nein! Oh mein Gott, hier sind überall Bären. Oh mein Gott. Da ist schon wieder so ein komischer Typ mit einer geilen Frisur. Wie kommen wir an diesen Bären vorbei? Ich könnte nochmal ins Wasser rollen und darüber vielleicht versuchen, entlang zu kommen. Der hat eine Schatztruhe. Hier kommen wir noch nicht lang, ne? Ne, da müssen wir. Auto. Oh, pff, das war knapp. Nein, ein Bär. Eine dumme Bärenschnitzerei. Oh. Okay, wir machen. Das Sternbild ist mal ein größer, deutlich größer. 3 Meter, aber. Ach, Gott. Vor allem, wir hatten das Geschenk. Und dann hat uns so ein dummer. Und. Weiß nicht, was es war. Hat uns den einfach. Wieder abgenommen. Ich will doch das Geschenk. Wir wissen, wo das Geschenk ist. Wir wissen, wie wir es kriegen. Und wir wissen auch jetzt, gerade, dass das Interessante wirklich die Bärengröße ist und nicht die Katamari-Größe. Das finde ich ganz interessant. Gut zu wissen einfach. So, los geht's. Bing. Die Katamari-Größe ist also nur dazu da, um einzuschätzen, was für Bären ich einfangen könnte oder andere Sachen. Das sind Bären. Nein. Oh, meine sind auch Bären. Oh Gott.
Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm mal her. Taucher. Da sind irgendwo Taucher im Wasser. Kann ich dich schon einsammeln? Nein. Aber euch Otter. Und hier die Fische, das wissen wir schon. Da sind wieder Bären offen. Das ist halt echt gemein. Gerade diese ganz kleinen Bären werden immer schwerer zu sehen, je größer man wird. Und dann kommt halt irgendwo so ein Bär aus dem Hinterhalt angeschossen und stößt einen einfach in irgendeine Horde von Mini-Bären rein oder so, ne? Das sind Hühner. Kann ich die Hühner aufsammeln? Das ist mir zu gefährlich, die Hühner aufzusammeln. Dann kommt der Elefant. Und hier irgendwo müsste er ja jetzt rumschweben, der Geschenkeman. Da ist er. Da ist Geschenkeman. Wir rollen erstmal noch hier runter und sammeln die Sachen ein, die hier so auf der Straße noch liegen. Drehen wir die Karte. Da sind Melonen, die machen uns nochmal einen Zacken größer. Nein, 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 vorsichtig. Oder sind das große Wassermelonen? Ja, ist okay. Oh, warte mal, euch kann ich doch jetzt auch einrollen. Jawohl. Ich habe euch nicht eingerollt. So, jetzt dürften wir doch aber den Geschenkeman auch einrollen können, wenn ich ihn finde. Der dürfte jetzt wieder ordentlich weit von uns weggerollt sein. Oh Gott, nee, vorsichtig, da ist er. Das ist der Geschenkeman. Haben wir ihn schon? Jawohl. Gott, jetzt müssen wir nur noch schnell so groß werden, dass wir das Geschenk nicht mehr verlieren. Dass, wenn etwas abgestoßen wird, es nicht das Geschenk ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe nichts. Vorsichtig. Da komme ich noch nicht durch. Du hast irgendwas. Ach, was? Ein Bärenschild zählt? Ah, wir haben das königliche Geschenk immerhin. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Das ist eine trickige Aufgabe. Wir gucken jetzt erstmal das Geschenk an. Was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Superhelden... Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist kein Umhang. Ich möchte kurz über die Definition von Umhang reden. Aber yes! Superheld! Ich glaube, das reicht für heute mit Bären. Eine super interessante Mission und ich glaube, die werde ich offscreen noch versuchen, um den Bären wirklich vollständig zu kriegen. Wir haben jetzt ja noch weit nicht... Also, ich meine, guckt euch das an. Da fehlen noch so viele Sterne, wir haben nicht mal die Hälfte der Sterne. Also da müssen wir auf jeden Fall... Yay! Haben wir nicht noch irgendeine mit? Haben wir nicht noch irgendeinen? Ja. Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer bärenaufrollendes Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.